Meine Mama bekommt eine Malediven-Badewanne ohne mich. Ich habe sie erstmal rausgeschickt. Ich will sie überraschen. Und als allererstes habe ich mir ein Malediven-Outfit angezogen. Dann habe ich eine blaue Badematte und eine Ganzkörpermatte in Blau hineingelegt, die wirklich kuschelig weich ist. Damit es auch nach Malediven riecht, hat sie ein Aromapflegeschaumbad bekommen. Das Wasser habe ich dann mit einer Badebombe blau gefärbt. Dann habe ich eine Badewannenablage, die aus Holz besteht, gekauft. Finde, das hat irgendwie was voll von Urlaub. Dann hier noch so Eyepatches, Kerzen, blaue. Und ganz viele blaue LED-Kerzen. Natürlich durften auch die Palmblätter nicht fehlen. Die habe ich mir einfach auf meiner Terrasse genommen. Die Blätter hingen eh schon runter. Habe die dann in eine Vase gesteckt. Dann bekommt sie ein türkises Handtuch, einen türkisen Handschuh und noch hier so ein paar Badeschwämme, auch einen aus Eis. Noch einen türkisen Badeschwamm und eine Badebombe in Form eines Palmblatts. Dann habe ich hier noch so Badesticker genommen. Die sehen aus wie Muscheln. Dann habe ich hier noch ein Getränk für sie vorbereitet. Natürlich in Türkis. Habe es dann auch auf die Badewannenablage gestellt. Und natürlich durfte ein Aquafilm nicht fehlen und die Snacks. Damit das Ganze auch schön entspannt wird, haben wir ein Malediven bei Nacht gemacht.